bin angestellt im ZID, Zentralen Informations- und Digitalisierungsservice, ehemaliges Archiv. Und ich bearbeite hier Befundanforderungen von Krankenhäusern und Praxen, aber auch von Versicherungen und stelle dann sozusagen unsere Unterlagen, die wir haben, vom Patienten zur Verfügung. Wir haben noch Papierakten. Das ist meistens, wenn ein Patient ambulant da war. Dann werden die Akten nach Geburtsdatum bei uns sortiert und die können wir jederzeit nochmal in ursprünglicher Form sozusagen uns holen. Dann gibt es eben das Digitalisierte. Das sind unsere stationären Akten, die werden sofort vorbereitet und gescannt und dann haben wir sie digital. Zur Sicherung wird dann immer ein Mikrofilm gemacht. Das ist, falls es wirklich mal hängen sollte digital, dass wir eine Sicherheit haben, wo alle Dokumente auch nochmal drauf sind. Und die können wir dann eben mit unserem Mikro-DAX einlesen und ausdrucken. Wir haben 30 Jahre Aufbewahrungsfrist von unseren ganzen Krankenakten. Und auch zu sehen, was früher alles möglich war im Krankenhaus an Untersuchungen und wie weit es sich bis jetzt entwickelt hat, finde ich ziemlich interessant in dem Job. Und da kriegt man einen guten Einblick. Also Patienten haben jederzeit das Recht, bei uns ihre Unterlagen in Kopie zu erhalten oder die Akte auch einzusehen. Und das läuft dann auch. Sie füllen eine Anforderung bei uns aus und dann suchen wir die Unterlagen und die bekommen sie dann. Also ich habe 3 Jahre Ausbildung gemacht. Hier praxisbezogen war ich erst im Archiv, bin hier alle möglichen Stationen abgegangen. Dann war ich in der Codierung, dann war ich bei der Kostenträgerbearbeitung. Dann im ganzen Bereich Erlösmanagement, stationäre Abrechnungen und auch ambulante Abrechnungen. Ich war in allen Aufnahmen, also Hauptaufnahme, Notaufnahme, Kinderklinikaufnahme. Und ja, mir ist durch die Ausbildung erst klar geworden, was für ein Riesenapparat dahinter steckt, dass ein Krankenhaus wirklich läuft. Also es ist wirklich nicht nur Patient und Arzt, sondern das Ganze drumherum. Also wir sind ein echt gut eingespieltes Team. Wir helfen uns gegenseitig. Bei Fragen ist jeder eigentlich offen. Natürlich, wir sind 8, 9 Frauen in einem Büro. Dass es da mal Zickereien gibt, ist ganz normal. Und was ich auch richtig toll finde, ist, wir sind, ich sage immer, Oldschool- und Newschool-Generation bei uns. Bei uns gibt es die eine Hälfte, die sind Mitte 20, Mitte 30. Und dann haben wir welche, die sind halt dann schon die Alteingesessenen, die wirklich schon seit über 20 Jahren hier sind. Und da sieht man so ein bisschen die Unterschiede, was es jetzt oder wie die neue Generation mit dem Computer umgehen kann und die alte Generation eigentlich lernt von uns. Und das finde ich. Und die können uns natürlich was beibringen, was alles beim Alten, was in dem alten Archiv zum Beispiel alles war. Also mein Wunschkollege versteht definitiv Spaß, macht auch gerne Spaß, trinkt Kaffee. Das ist ganz wichtig bei uns. Nein, einfach ein offener, ehrlicher Mensch und darf gerne männlich sein, nachdem wir hier so viele Frauen haben. Ja.